Hallo, Geralt. Regis? Alles in Ordnung? Alles gut. Alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Aber es ist ewig her, mein Freund. Jedenfalls in menschlichen Zeitdimensionen. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen. Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre. Aber wäre ich ein Mensch, würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. What the hell, Alter? Eine bemerkenswerte Regeneration. Wie hast du das gemacht? Ich bekam Hilfe. Von dem, den du jagst. Von ihm? Wie das? Und was hast du all die Jahre gemacht? Das ist weder der Ort noch die Zeit für diese Geschichten. Ich nehme an, wir können uns später in Ruhe unterhalten. Jetzt müssen wir uns mit dem Grund unseres Hierseins befassen. Okay. Der örtliche Serienmörder hört also auf dich. Vielleicht kannst du ihm ja ins Gewissen reden, damit er aufhört. Was glaubst du, was ich hier mache? Es wird sicher nicht einfach. Detlef kann recht stur sein. Aber gewiss entsinnst du dich, dass ich auch nicht so schnell aufgebe. So heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran. Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter getötet, seit ich eingetroffen bin, und davor mindestens drei andere. Es dürfte handfeste Gründe gegeben haben. Detlef ist kein dekadenter Milchbart, der tötet, weil es ihm Spaß macht, oder um sich die Kehle zu netzen. Da bist du anscheinend sehr sicher. Das stimmt. Weil ich ihn sehr gut kenne. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Weißt du noch, 964? Das ist 300 Jahre her. What? Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spalla. Frauen und Kinder starben, ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder. Die Bestie von Lyrien, ich habe davon gelesen. Fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendein vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlef hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den Kadaver der Bestie vor die Füße und die Legende war geboren. Okay. Vampire helfen Menschen selten. Er muss eigene Gründe gehabt haben, die Bestie zu töten. Du irrst. Er tat es nur aus einem Grund. Sie hat einen Jungen getötet, der Detlef einst auf der Straße einen Apfel hatte schenken wollen. Nein, wie edel. Du hast kein Altruismus-Monopol, mein Freund. Wilgefortz hat mich eingeschmolzen. Detlef fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern. Er entschied sich für das Zweite und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Vermutlich bedeutet das für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt. Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlefs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet, dann muss ihn etwas aufgebracht haben. Und zwar sehr.
Gibt es da was Bestimmtes, das ihn so in Rage gebracht haben kann? Wie soll ich das erklären? Detlef versteht weder Menschen noch ihre Welt, ihre Regeln oder Konventionen. Er ist gewissermaßen naiv. Er weiß nicht, was Lügen und Täuschen bedeutet. Er ist also schlecht angepasst und übt jetzt Rache? Jedenfalls kann mangelnde Anpassung zu Konflikten führen. Aber diesmal? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Ich muss ihn finden, bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder? Unterm Strich schon, ja. Suchen wir ihn auf. Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlef kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden. Ich habe auf dem Friedhof Mère Lachaise Long Quartier bezogen. Treffen wir uns dort. Bis dann. Hexer! Wir kamen, so schnell uns die Pferde trugen. Doch sie waren wohl nicht schnell genug. Wo ist das Biest? Sprich! Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben. Was gibt's? Fix, 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 muss ich sagen. Gut. Ja gut, das sollen wir ja jetzt großartig untersuchen, ne? Es gibt ja nichts hier. Nicht wirklich was. Ah, guck mal, da hat sich eine kleine Kiste versteckt. Die können wir auf jeden Fall mal suchen. Ja. Ich würde sagen... Oh, ist auch noch eine Kiste. Nicht so geile Sachen, wie ich erwartet habe, aber ist ja auch nur ein Lagerhaus, ne? So. Ich würde mal behaupten... Können wir da hoch? Ne. Ich sehe kein... Wer baut denn diese Häuser, bitte? Da kann man doch... Da. Und dann? Naja, jedenfalls da oben eine Kiste. Jetzt mal ernsthaft, die. Ich dachte, vielleicht kann er sich festhalten, aber na, funktioniert scheinbar nicht. Gehen wir mal wieder raus. Den Hexer seine Arbeit tun lassen. Ja. Wenn du ihn in den Taschen hast, kannst du zwischen ihnen wechseln. Alles klar. Verwende, um deine Armbrustbolzen zu wechseln. Ach, cool. Temporären Effekte angezeigt, die derzeit aktiv sind. Sehr schön. Kann ich hier nicht mehr meditieren? Achso, Meditation, Leertaste. Ich meditiere dann bis dahin. So, weiter haben wir wieder schönes Gebiet hier. Ah, es ist geil. Okay. Ich muss jetzt mal einfach mal kurz speichern. Und ich glaube auch mal kurz einen Aufnahmestopp machen. Da habe ich nämlich eine Stunde sozusagen um den Dreh und dann... Ach, komm, wir machen noch 12 Minuten oder sowas. Probleme lassen sich nur. Ist ganz gut, da die X-Tory jetzt oben so eine. Kannst du dir Zeit anzeigen lassen, wie lange die Aufnahme läuft. Das ist ziemlich geil. Mein Herr, ein Brief für dich. Ah. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Und vielen Dank, kleiner Mann. Hier. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Ach, bestimmt, Kleiner. Ich hab genug von dem Kohle. Liebster.
Ich vermute, dass dich wichtige Angelegenheiten und nicht das Weinfest nach Toussaint geführt haben. Vielleicht hast du trotzdem Zeit, einer gewissen Sache auf den Grund zu gehen. Ich bin neulich zufällig auf eine Erwähnung von Professor Moreau gestoßen, einem Gelehrten in Beauclair, der Hexermutationen erforscht hat. Obwohl die Informationen über den Ort, an dem sich sein Labor befindet, ziemlich ungenau sind, sollte sein Tagebuch mehr Informationen enthalten. Es liegt mit ihm begraben. Ich füge die Karte bei, die ich im Folianten gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Ich hatte das Gefühl, dass dich diese Sache interessieren wird. Deshalb habe ich den Brief unverzüglich abgeschickt. Wie du dich auch immer entscheidest, pass bitte auf dich auf. Deine Yen. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Auf jeden ist das Fall. Zu glauben, was im Steinbruch passiert ist? Eine Kuh, bei hellem Tag ist nicht einfach vom Himmel gefallen? Es ist ein Wunder, dass es nicht noch mehr Töte gab. Urkunde von Corvo Blanco. Und was haben wir hier? Die Maus sieht anfangs wie Hartkäse aus. Was? Ich glaub's nicht. Egal. So, Mutationen. Ich will gerade mal auf der Map gucken. Wir können jetzt so richtig weit rauszoomen. Oh, Alter, Leute, guckt euch das an. Das ist ein neues Gebiet. Da können wir uns jetzt aufhalten. Riesending, oder? Ich find's krass. Wo schon überall waren. Unfassbar. Ich würde, glaube ich, gerne mal... Nee, komm, wir machen jetzt Stadtfriedhof. Scheiße auf das Gebäude gerade mal. Ah! Hexer! Oh! Das ist echt atemberaubend gerade. Unfassbar geil. Musik ist super. Kleiner Fun Fact. CD Projekt Red, ne? Also diese Welt. Meiner Joy, ist das nicht Geralt? Geralt von Riva? Bitte komm zu mir, tritt näher. Der Salon war nicht abgeschlossen. Als sie diese Welt gebaut haben, waren sie niemals in diese Gebiete gereist, sondern haben sich nur anhand von Fotos und Google Maps sozusagen orientiert. Was ich sehr interessant finde. Meine Augen haben mich nicht getäuscht. Und doch, Geralt von Riva, der berühmte Hexer so weit im Süden, mit all seinem Ruhm? Genau der. Im Süden mit all seinem Ruhm. Ach, was habe ich nicht schon von dir gehört. Als Meister Rittersporn in Beauclair weilte, verging kaum ein Tag, da er deine Taten nicht in Balladen rühmte. Ja, das ist so ein lästiger Tick von ihm. Aber was kann ich für dich tun? Nichts. Ach, weißt du, mein Verlobter François Le Joff hat geschworen, mir das Haupt einer grässlichen Bestie namens Grottore zu Füßen zu legen. Hätte es ein Blumenstrauß nicht auch getan? Mit ein paar Süßigkeiten? Da hinten ist voll creepy. Hexer, du spaßest wohl. Wahre Liebe will bewiesen sein, durch Heldentaten für die Besitzerin des Herzens. Doch, ach, François ist schon seit 2 Wochen weg. Daher muss ich dich anflehen, zu schauen, was aus ihm geworden ist. Würdest du? Was weißt du noch über diesen Grotto, Mademoiselle? Dem Namen nach ist er ein Höhlenbewohner. Ja. Und von dort geht er jagen, wenn er Hunger hat. Das ist die Creamy. Nächtens schleicht er in die Dörfer, bricht die Fensterläden auf und schnappt sich die Säuglinge schneller aus den Wiegen, als sie schreien können. Nachtaktiv, lange Greifarme, intelligent. François sagte, er würde dem Abschaum ein schnelles Ende bereiten, aber nun ist er schon so lange weg. Hilfst du mir, Herr? Ich kann nicht mehr schlafen. Diese Sorge wird noch mein Tod sein. Ja, komm.
Ich werde mein Bestes tun, deinen Verlobten wohlbehalten zurückzubringen. Sagst du mir noch, wo ich suchen soll? Ich vergaß, dass du von weit her kommst und die Gegend nicht kennst. Der Grottoror soll in den Höhlen am Fuße der Gorgo hausen. So nah bei der Stadt? Und niemand hat versucht, ihn zur Strecke zu bringen? Ganz im Gegenteil. Viele haben das. Doch ist keiner zurückgekehrt. Meine Sorge ist begründet. Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Ja, würde ich auch mal sagen, Geralt. Wird Zeit, dass du aufbrichst. Aber nein, ich wollte den jetzt gar nicht. Nebenquests. Alter, what? Okay, das ist etwas. Das sind die Level mittlerweile. Zu Hause ist am schönsten Ritter Transformation. So. Das ist der nächste, den ich jetzt angehe. Der furchterregende Kerlbürste. Du hast doch sicher Technik im Schuh ausprobieren und nicht vorstellen willst. Bist schließlich in Beauclair. Der sieht mir wie ein richtiger Fatzke aus. Ein, ich, wenn er so lahm ist wie seine Wir merken uns den Punkt. Wir merken uns den Punkt. Nee, warte, wie ging das? Erhalten, Information. Ich sollte ihn vielleicht mal anquatschen. Viel zu holen. Wenigstens ist das Wetter schön. Ich will kämpfen. Die Regeln von Bouclairs Faustkampfwettstreit. Bist du mit ihnen vertraut? Nein. Man kämpft mit Fäusten. Gibt's da sonst noch was? Um mitzumachen, brauchst du einen Einsatz. Es gibt 3 Champions. Fordere sie alle heraus und besiege sie ehrenhaft. Dann darfst du gegen den Maestro antreten. Der Maestro. Willst du mitmachen? Ich denk drüber nach. Damit du nicht überrumpelt wirst. Denk daran. Intellekt zählt so viel wie Stärke. Denn Kerlbürste ist kein gewöhnlicher Kämpfer. Kerlbürste, Mutter? Kerlbürste? Den Namen höre ich zum ersten Mal. Man sollte seinen Gegner nicht nach dem Namen beurteilen. Meister Kerlbürste ist ein Sattler. Ein sehr tapferer. Seine Schläge sind so wild, wie seine Repliken hart. Komischer Vergleich, aber ist okay. Wir rocken das. Legen wir los. Oh, ich hab Knie weicher als Wackelpudding. Lass uns diesen lächerlichen Kampf hinter uns bringen. Im Verhöhnen bin ich so gut wie kein Zweiter. Insbesondere besser als irgendein Hurenreiter. Wow, du kannst auch gut reimen. So hell und blöde klingst du so immer so und deine Mutter. Sorry, aber... Das musst du ja wissen. Schließlich ist deine Mutter selbst eine Hure. Jämmerlich, das kommt mir ganz recht. Was ist los? Angst? Ist dem Hexer schon schlecht? Oh, Alter, hör auf zu reimen. Ja, weil du stinkst. Ja, du stinkst wirklich übel. Mir wird blümmerant. Gib auf und hau ab. Deine Mühen sind vergebens. Dein Witz ist wie eine schlappe Nudel. Du bist schwach. Mir reicht's. Du bist schwach und willst nicht kämpfen. Beenden wir diese erbärmliche Farce. Du, Hexer, bist der langweiligste Mann der Welt. Deckung hoch! Endlich. Meine Fresse, echt, ey. Wie lange soll ich noch warten? Oh, Alter, Geralt. Der macht keine Leertasten-Moves mehr. Oh, Majoran. Ich konnte mich nicht wegrollen. Das ging doch vorher. Der Hexer schmeckt die Niederlage. Kerlbürste triumphiert beim eigenen Spiel. Vielleicht nächstes Mal, Monstertöter.
Ja, nächstes Mal. Ich habe jetzt gerade keine Lust mehr drauf. Diesen Box-Ding. So. Wo waren wir jetzt? Nebenquests. Transformation. Nee. So, Transformation. Da wollen wir hin. Alter, das ist ja noch ein Quest. Wir kommen einfach nicht zu Transmutation. Boah, da hat er sich aber schön angestrengt, der Herr Geralt. Tun wir mal die Quest noch. Oh, so ein Pech. Ich glaube, ich mache hier gerade mal einen kleinen ein Cut, bevor wir diese Quest losholen. Hör auf meinen Rat. Wenn du keinen Grund zum Spiel speichern, einen Moment. Und dann bin ich auch gleich wieder. Bis gleich. Zu gehen. Oder besser gesagt, bis übermorgen. Ciao.